Hallo Leute. Und ich hoffe einfach mal, ich bin nicht so leise. Weil ich gerade ein paar Probleme mit dem Mikrofon hatte. Ja, nach langer Aufnahme, naja, langer, etwas längere Aufnahmepause nehme ich hier mal wieder Black Mesa auf. Diese Woche sind schon die ersten drei Folgen Black Mesa rausgekommen. Alter, ruckelt. Es ruckelt doch schon ein bisschen irgendwie, habe ich das Gefühl. Und was passiert? Moment, ist zu laut. Was passiert ist noch letztes Mal, ich glaube, das letzte Mal habe ich am Ende noch Daniel geschrieben, dass er nicht ohne mich anfangen soll zu spielen. Und dann bin ich wieder reingetappt und dann standen noch zwei Leute, ich glaube es waren die beiden, die netten Herren hier, die habe ich dann noch weggemacht, sonst habt ihr eigentlich nichts verpasst. Ja. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie es hier weitergeht, aber erstmal auf jeden Fall laden wir uns mal auf. Das Spiel ist immer noch ein bisschen laut. Oh, es ist okay. Und den Quicksave habe ich auch nicht vergessen. Kann man irgendwo nachladen. Nö. Ich sehe es, wo es weitergeht. Es ist gerade so ziemlich mitten in der Nacht. Hoppala. Deswegen will ich mal nicht so laut sein. Denkst du? Delta Team, clear. Tired of playing games. Okay, ich glaube, da lade ich nochmal. Ich möchte gucken, ob ich irgendwie vielleicht die Minen verwenden kann. Auf zu, Freeman. So. You actually think you could be responsible? Sabotage me? Yeah, maybe. No sign of objective, sir. Oh shit. Ja. Ich dachte, es klappt ein bisschen besser. Sabotage maybe? Yeah, maybe. Boom. Ja, ich möchte gerne ohne Leben rauskommen, weil mir scheint, als würden wir noch viel Leben verlieren. I won't go down, trust me. I'm an engineer. Ja, voll die geile Musik, ey. Ah, ich glaube, wir haben die Rakete gefunden, die wir hochjagen müssen.
Easy Game, Easy Game, Easy Game. Ich habe heute einfach einen guten Arbeitstag. Das war's jetzt schon. Na, was mein, wie es aussieht. Kam ich nochmal zurück? Oh. Hä? Irgendeine Tür ist sich gerade geschlossen. So, und dann rennen wir nochmal vor. Nein, ich habe auf Laden gedrückt. Sabotage, maybe? Yeah, maybe. All I know for sure is. Oh, Alter, so schlecht habe ich vorhin nicht geschossen. Oh mein Arm, oh mein Head, warum schaffst du überhaupt hier? Oh Moment, ich muss noch landen, das ist unfair. So, ich hoffe, das waren mal alle. Fuck. So scheiße im Spiel, ne? Das glaubt ihr gar nicht. Das ist so ein Kackboom. Alter, ich bin so scheiße, ey. Warum spiele ich das im Geburtstag überhaupt noch? Alles erstmal nachladen. Ja, ne, schicke Rakete. Ja, ich glaube, die fahren wir mal hoch, oder? Ach ja, da hinten müssen wir rein, genau. Boah, hätte ich vorhin mal nicht auf Laden gekriegt, hätten wir jetzt 98 und nicht. Dann hätten wir jetzt 100 und nicht 93. Okay, wir müssen hier nicht rein. Wait. Da müssen wir rein. Speichern und rein. And sign on for this shit. Monsters, hell yeah. But civilians? Who ordered this damn operation anyway? Eyes, we can tie it up, cause I kinda suck. Aber er hat recht, Civilians. Ich hab die nicht getroffen, ich bin, oh scheiße, Alter, jetzt hab ich auch noch meine Brille vollgeschmiert, Moment kurz. Meine Brille ist dreckig, tut mir leid. Das ist halt die Scheiße, wenn man eine Brille hat, ne? Zieh sie mal wieder auf. So. Wie mache ich denn das jetzt, wenn ich so scheiße bin? Gordon. Dass der drauf. Ach, hier ist noch einer. Nein, wir haben ja da oben Energie, also. Schnell speichern.
Jetzt schreibt mir auch noch wer. Ja, deswegen macht man keine Case Openings. Moment, ich schreibe ihm kurz. Cause we kinda suck. Ganz ehrlich, Wolf, fällt mir gerade so ein, dieses 7 Tage kein Traden ist bescheuert. Besser 7 Tage kein Verkauf, keine 7 Tage nicht traden. Wie kann das sag? So. Also, hier sind so viele Knöpfe, wir dürfen immer nur den drücken. Wir speichern dann mal. Wollen wir es so machen? Starten die Rakete mal. Das passiert übrigens bei mir auf dem daheim auch immer. Wenn ich gerade Licht ausmache, dann fahren sofort hier alles hoch und sowas. Ich habe irgendwie so eine ein ganz doofes Gefühl bei der Sache. Wait! Warum auch 15 Kilometer weg von der Rakete sein, wenn man direkt vor Ort sein kann, ne? Da fliegt sie. In zweidimensionalen Sternen. Ja, ne? Speichern. Ich habe hier Zugriff. Weißt du, am Anfang konnte man hier noch durchgehen. Jetzt kann man hier natürlich nicht mehr durchgehen. Ja, ne? Ups, ich wollte eigentlich speichern, weil wir einen Screenshot machen. Das hier kann das ja. Was jetzt? Nach hinten ist offen? Ja. Hier finden wir nichts mehr. Speichern wir nochmal. War nämlich wieder ein Wagen auf Wegelchen auf uns. Mit dem wir vermutlich nicht fahren können, wie es aussieht. Nö. Tut mir leid. Das ist wie keiner sagt. Wie heute. Can we tie it up? Das ist wie keiner sagt. Haben wir auch gemacht. Also Daniel und ich haben wirklich hart gesagt, du. Wobei ich nicht so hart gesagt wie er. Hauptsache regt sie eine Runde davon und über mich auf. So ist er halt. Jetzt fragt er mich, ob ich mich kieschig. Ich glaube, bei ihm hackt's.